Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader NFP Live Trading bei FX Flat. Und an der Stelle gibt es nur ein NFP Live Trading mit Dirk Hilger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir müssen natürlich, bevor ich an den Dirk übergebe, den Risikohinweis ganz kurz besprechen. Bitte dieses Webinar nur zu Informationszwecken aufnehmen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und auch wenn der Dirk heute Live-Tradings macht oder irgendwas erklärt, dann bitte nicht als Empfehlung verstehen. Gut, dann Dirk, auch offiziell nochmal schön, dass du wieder mit uns das Webinar machst. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Jo, ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Dachte ich, komme ich mal hier vorbei und mache mal wieder Webinar mit dir. Richtige Entscheidung. Von daher passt das schon. So, dann mache ich jetzt erstmal hier meinen Bildschirm an, damit man da sieht, was da überhaupt erst gerade passiert, während ich jetzt erst aber hier zuallererst mal Hallo sage in die Runde. Herzlich willkommen auch zu den sicherlich der ein oder andere neue Anwesende hier dabei. Wir machen das jeden Monat und immer zu den NFPs hier. Ein Webinar und manchmal gibt es, wie der Nelson ja auch gesagt hat, durchaus ein Live-Trading dazu. Jetzt hat sich in letzter Zeit, das hatte ich ja auch schon in dem Posting auf der Stereotrader-Seite auch schon dazu geschrieben, letzter Zeit war es ja leider, was heißt leider, stimmt nicht, das letzte Mal eigentlich nicht, aber dann eben oft so, dass halt die Positionierung dann halt im Vorfeld wichtiger war als zu den NFPs selbst. Und aber heute ist es tatsächlich überschaubar, was wir halt hier haben insgesamt an Bewegung. Also ich habe jetzt hier gerade den DAO auf, das sieht man ja auch und hat da heute Morgen auch in der Gruppe schon entsprechend gepostet, was ich da vorhabe und das war halt eben Long Entry, Short Entry hier oben bei der 405. Das sieht man auch hier oben noch, dieser Punkt. Das war der erste Entry und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir endlich mal unter 300, also 25.345 schließen und im Auge habe ich hier zuallererst mal die 318, also 25.318. Ich ziehe das nur gerade ein bisschen vor, weil ich da gleich nicht mehr dazu komme, das großartig zu erklären. Das heißt, der Trade läuft jetzt hier schon die ganze Zeit und ich habe jetzt hier nur eben, als die Stunde jetzt endlich unter 345 geschlossen hat, habe ich hier nochmal eine kleine Position dazugegeben. Als Pyramide, die würde ich aber direkt hier unten auflösen bei der 25.318 hier an der Stelle, weil das Bild insgesamt trotzdem nicht so einfach ist. Also das sieht zwar alles sehr, sehr short aus, aber die Art und Weise, wie die halt hier runterdrückt, das ist halt schon so ein bisschen, ja, fast schon spooky. Und weil nicht selten ist es so, wenn es halt so nach unten drückt, also vermeintlich drückt und da oben halt irgendwie gar nichts mehr erreicht wird, und dass dann halt eben auch nicht selten tatsächlich ein Squeeze dann halt irgendwann hinterherkommt. Und deswegen halt auch hier die Stopp-Führung relativ eng. Also sieht zwar jetzt nicht mehr so aus, aber das liegt jetzt auch nur an der Pyramide, weil eigentlich ist ja der Entry da oben. Aber auf jeden Fall ist das Ding jetzt im Plus abgesichert, weil hier kann jetzt tatsächlich um 14.30 Uhr alles Mögliche passieren. Und vielleicht auch die Neuankömmlinge werden halt sagen, ja, sind doch News, das handelt man noch nicht. Und man weiß ja nicht, was rauskommt. Mein Ansatz ist halt immer der, dass ich halt sage, News machen Bewegung, aber nicht die Richtung der Bewegung. Und das ist eigentlich der ganze Ansatz. Das heißt, bei News passiert nichts anderes als sonst auch, nur halt eben ein bisschen schneller. Weil man weiß ja auch hier nicht, wenn jetzt zum Beispiel schlechte Zahlen kommen und der DAO steigt dann plötzlich, dann fragt sich halt jeder, der mit Logik da halt rangeht, warum steigt der denn jetzt? Wir haben doch irgendwie schlechte Arbeitsmarktdaten. Und dann wird der Nächste halt sagen, ja, das ist ja auch schon irgendwie fast 1000 Punkte wieder gefallen seit dem Hoch. Das ist ja schon eingepreist. Und so kann man sich halt immer zurechtbiegen, wie man will. Und deswegen achte ich da halt überhaupt nicht drauf, was in den News selber halt drin ist, beziehungsweise was da halt rausgekommen ist, sondern guck halt einfach nur, dass ich halt im Markt richtig positioniert bin, in einer Art und Weise, wie es halt sonst eben auch wäre und mit der Herangehensweise, die wir sonst halt auch haben. Vielleicht war ja auch der ein oder andere letzte Woche am Montag mit dabei, wo ich halt das Live-Trading hier gemacht habe und da habe ich ja halt auch die,
die 26.215 auch nochmal gesprochen. Und wie man jetzt halt schön sieht, also ich hatte damals auch den Short Trade, aber der hat leider nicht bis heute überlebt. Dafür hat meine Geduld nicht ausgereicht. Und da habe ich ja halt auch gesagt, und das sollte man halt sich halt auch unter dem Aspekt vielleicht im Nachhinein nochmal angucken. Ich habe halt gesagt, ich mache mal hier den Tageschart auf, dass wir halt einfach hier, dass die 215, das war hier oben in dem Bereich, da ist halt der größte Abverkaufsdruck entstanden, der bis halt eben ganz darunter gereicht hat, hier bis zum Vorjahrestief in 2018, hier in der Nähe von 21.600. Und was man halt einfach nicht vergessen darf, ist, diejenigen welchen, die halt hier, deswegen wiederhole ich das nochmal, den Dow da runtergeprügelt haben, mehrere tausend Punkte, die hatten hier einfach jetzt nochmal die Chance, für das gleiche Geld das Volumen halt loszuwerden. Und es ist halt, deswegen muss man ein bisschen aufpassen, die Chance ist da, es ist keine Garantie, aber es ist halt eben für die vielleicht eine Chance und das sollte man halt nicht unterschätzen. Und das ist jetzt auch so ein bisschen passiert. Wir sind jetzt wirklich seit letzter Woche, Montag, sind wir halt irgendwie hier knapp 1000 Punkte jetzt schon gefallen. Und wo die Reise hingeht, das kann man nur so ein bisschen erahnen. Aber auf jeden Fall, die haben hier nochmal zugeschlagen, weil 1000 Punkte machen natürlich, wird nicht von kleinen Fischen fabriziert. Das ist halt ganz klar. Und unter dem Aspekt sollte man den Markt sich dann halt auch mal angucken. Ich gehe auch hier mal einen Wochenchart, da sieht man es nochmal ein bisschen besser. Und das sollte man sich dann unter dem Aspekt tatsächlich auch angucken und vor allen Dingen, und das würde ich heute halt eben auch hier mal kurz noch darauf hinweisen, was der DAX letztes Jahr im Januar gemacht hat, das hat der Dow, Entschuldigung, jetzt eigentlich im Dezember gemacht. Das heißt, hier wurden die letzten Supports, die wir hatten, das war der Januar, hier unten Januar, Februar, und die letzten Supports, die hier unten entstanden sind, die wurden per Schlusskurs rausgeholt. Und zwar ziemlich deutlich. Hier fehlt nur leider ein bisschen was in der Darstellung. Deswegen habe ich das halt hier manuell dazu gezeichnet. Und das heißt, rein von der markttechnischen Betrachtung her, haben wir halt hier einen Bruch von der Aufwärtsbewegung. Wenn man das mal einzeichnet hier, ich mache das einfach mal nur ab da, damit man es, das reicht ja halt für die Darstellung, um es zu verstehen. Wenn man das halt mal so einzeichnet, dann war halt hier ein korrektives Tief. So, und dann halt ging es hier nochmal hoch, die Linie ist ja schon da und letzten Endes dann ab hier runter. Das heißt, wir haben hier einen Bruch einfach an der Stelle bei der 23.200. Und das gleiche Bild haben wir halt im letzten Jahr im Januar im DAX gehabt. Und da hatte ich das ganze Jahr eigentlich immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser Bruch halt vorliegt und dass man damit rechnen sollte. Das werde ich auch gleich im DAX nochmal zeigen, dass das bricht und dass wir halt in Richtung 10.600 in der Ecke halt wandern. Und das hat er auch gemacht. Und wenn der Dow jetzt halt nach den gleichen Regeln funktioniert und von nichts anderem kann ich ja momentan ausgehen, dann ist hier natürlich die Chance sehr groß, dass das hier ganz genauso kommt. Das heißt, wenn man sich das ganze Zickzack hier mal wegdenkt und man nur die große Bewegung dann halt nimmt, dann könnte tatsächlich, wenn es das jetzt hier war, bei der 215, dann könnte die Trendfortsetzung so aussehen. Und das darf man halt nicht vergessen. Jetzt muss man hier nicht gleich Omas Sparstrumpf plündern und Short All In gehen. So einfach ist es ja dann halt auch wieder nicht. Zumal der Entry Point, die 215, das war halt eben vorletzte Woche. Den wird auch wahrscheinlich, werden auch nur die wenigsten halt irgendwie in der Form gehandelt haben. Aber das ist halt möglich, ja. Also ich sage nicht, dass es so kommen muss, ich sage nur, es ist möglich. Und das wäre halt letzten Endes im Dow das Gleiche wie das, was der DAX gemacht hat. Und wenn der Dow seine Supports sucht, und dann sind wir da in einer ganz anderen Abteilung, da stehen wir nämlich hier unten, das ist hier gar nicht mehr in den Kursdaten drin, aber etwa bei 18.000. Ja, klingt jetzt erstmal viel, aber wir haben ja auch gesehen, wie schnell es hochgehen kann, ein paar tausend Punkte. Und genauso schnell kann es natürlich halt eben auch runtergehen. So, das hat jetzt natürlich hier mit dem Daytrading halt jetzt erstmal nichts zu tun, weil da ist es ja letzten Endes egal, ob wir jetzt halt irgendwie einen großen Abwärtstrend haben oder einen großen Aufwärtstrend, das spielt da erstmal keine Rolle, aber das halt nur mal für den Gesamtüberblick. Und wenn halt jetzt hier diese Wochenkerze als Beispiel, ja, hier oben ist ja nur ein ganz kleiner Anfang letzte Woche gewesen, aber
wenn wir uns dann halt mal hier den Punkt angucken, in der Wochenkerze schweben wir ja gerade hier. Und dann sind wir halt hier jetzt schon bei 25.100. Das heißt, dahin kann es tatsächlich jetzt auch in einem Rutsch runtergehen. Sollte man sich dann auch nicht wundern, wenn das dann so kommt. Aber auf jeden Fall, das ist natürlich dann auch ein Punkt, bei dem es dann halt auch eng wird für Short. Wenn er es überhaupt macht, ja. Weil, und deswegen habe ich ja gerade gesagt, das ist nicht einfach heute, weil wenn das so runtergeht, wie hier im Stundenchart, und dann habe ich immer so ein bisschen Angst nicht, aber halt weiß ich halt eben, das wird oft auch gerne wirklich weggesqueezed, dann in einem Rutsch, weil oben ist nämlich halt auch so einiges liegen geblieben und wenn jemand meinen Blog gelesen hat, da hatte ich nämlich auf einen ganz anderen Punkt hingewiesen, als die, wo wir jetzt hier unten sind. Und zwar nämlich, das müsste gewesen sein, ich muss mal hier auf dem anderen Bildschirm eben gucken, die 25.578. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Squeeze kriegen sollten, dann würde ich da halt jetzt hier auf der Strecke auch nichts mehr anfassen, sondern erstmal abwarten, wie sich das Ganze halt entwickelt. Und wenn, dann wäre das halt auch ein Punkt, wo er hinlaufen könnte. So, den jetzt long einzufangen, halte ich dann wiederum für schwierig, würde ich nicht machen, deswegen würde ich das erstmal abwarten. Ja, weil das kann man wirklich oft beobachten, wenn man so ein Bild hat, so gequält runtergedrückt, ja. Und dass es dann wirklich irgendwann in einem Rutsch einfach dann nach oben alles wegbläst. Und deswegen finde ich es heute halt tatsächlich ungemein schwierig, hier jetzt mal eben zu sagen, als nächstes kommt das und dann kommt halt das, wie ich das sonst gerne mache. Was ja auch tatsächlich meistens aufgeht. Und aber das hier ist halt wirklich nicht ohne. Und deswegen, wer jetzt auch hier irgendwie als Beispiel den Short mitgemacht hat oder halt da halt irgendwie über Nacht als Beispiel Short war oder wie auch immer, sollte das im Auge behalten, dass das halt möglich ist. Hinzu kommt hier eben auch, man sieht ja auch, wir sind hier am Value Area Low von gestern. Das liegt heute auch unterm Tagestief von gestern. Das liegt einfach daran, dass der Dow über Nacht neu getaxt wurde, ein paar Punkte tiefer. Und deswegen ist auch hier das Value Area Low ein paar Punkte tiefer. Und deswegen, das ist keine Falschdarstellung, das hat alles schon seine Richtigkeit hier an der Stelle. Und das heißt, hier sind wir jetzt einfach halt mal im billigsten Bereich von gestern. Und der höchste liegt, ich muss selber mal gucken, 25.519. Also das heißt, das ist halt möglich, dass wir da einfach auch mal komplett durchlaufen und dann ist es auch nicht mehr weit bis zur 578. Trotzdem halte ich jetzt erstmal einen Short hier an der Stelle fest, weil das ja halt auch jetzt erstmal nur eine Vermutung ist, dass es so sein könnte. Und auch die Vermutung baue ich erstmal nicht, sondern ich orientiere mich dran, dass wir hier jetzt unter entsprechend der, die ist gar nicht hier eingezeichnet, die unter der 345, 2 Minuten habe ich noch, das schaffe ich, da ja, geschlossen haben. Kurze Bitte? Zwischenfrage, nur eine kurze ja. Zwischenfrage. Welche Moving Average gleitender Durchschnitt du im Wochenchart eben hattest, wurde gefragt. Ich habe immer nur den EMA 200 drin. Also ich handle den nicht. Also ich gucke nur, ob er halt mit irgendwas anderem zusammenfällt, was halt irgendwie plausibel ist. Und dann achte ich da halt drauf. Aber jetzt direkt handeln tue ich den halt nicht. So, jetzt haben wir noch 1 Minute. Und mal gucken, was da passiert. Mit der 25.318 hat es einfach nur Folgendes auf sich. Das ist halt, die ist in der Vergangenheit sehr oft gehandelt worden, die Marke. Und das heißt, da war halt einfach immer wieder viel Umsatz in der Vergangenheit. Und das sind natürlich Punkte, die werden dann auch entsprechend gerne angelaufen. Und die ist jetzt nicht irgendwie Support oder halt irgendwie eine Marke, die unbedingt nach unten durchschieben muss, sondern die hat eigentlich in dem Punkt nichts zu sagen, außer dass da halt eben immer wieder Umsatz war. So, hier sieht man, ne, ich habe halt hier diese zweite Position, die ist halt hier separat nur abgesichert. Das ist also keine Long-Position, die ich hier eingehen möchte, sondern es ist einfach nur ein separater Stop-Loss für die Pyramide hier mit ein paar Pünktchen. Und das heißt, ich werde nicht hier etwa long sein, sondern da fliegt einfach nur dann die Pyramide raus. Ne? Das ist jetzt gerade passiert und deswegen Break-Even liegt auch hier oben. Man sieht auch, die beiden Orders waren verknüpft. Das heißt, entweder die eine oder die andere. Das ist jetzt nicht schlimm. Ich bin ja noch hier ordentlich weit vorne. Aber der Stop bleibt trotzdem hier oben liegen. Ich muss da oben nicht unbedingt nochmal hin. So, zack. Ne? Das ist halt genau der Punkt. So, und jetzt gehen wir auch direkt hinterher an der Stelle und gucken mal, wo wir da rauskommen. Die 280 habe ich, glaube ich, vorhin auch gesehen. So,
Das heißt, das war erstmal alles richtig hier von der Grundhaltung. Ui, Muss. die Zahlen sind viel schlechter als erwartet. 20.000 zu erwartet 180.000. So, zack, sind wir hier erstmal raus. Das passt erstmal, ne? Das ist natürlich jetzt hier eine massive Bewegung auch. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt großartig dran festhalten, weil jetzt erstmal hier Stops geflogen sind. So, ob da jetzt noch was nachkommt, ob da wirklich weiter nachgedrückt wird, das muss man jetzt halt mal sehen. Aber erstmal ist die Position hier raus, sauber rausgegangen. Um die Pyramide ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Das sind halt mal 100 Punkte für die Pyramide verschenkt, aber ist ja nicht schlimm. Das Gesamtding ist ja halt erstmal gut soweit ausgegangen. So, also das passt erstmal. Und wie man sieht, ja, das ist halt auch immer das Schöne. Die Zahlen passen halt jetzt dann halt natürlich auch interessanterweise dazu. Das ist okay. Aber halt hier einfach nach der Vorgehensweise, wie ich sie halt immer mache. Das heißt, ich habe hier, meine Linie sind Stundentrigger und wenn die Stunde drunter schließt, und dann ist die normale Abfolge ist halt die, wir kriegen Backtest an der Stunde und schieben dann einmal nach unten. So, die 318, das sieht man jetzt hier nicht, also noch nicht. Das ist meistens so, das ist jetzt einfach nur mal ein Strich durch, aber vom Tisch sind die noch nicht. Und das wird man meistens, sieht man das dann wirklich im Nachhinein dann erst auch, dass dann halt dort entsprechend sich der Kurs auch nochmal konzentriert. So, jetzt muss ich nur gucken. Ich muss mal kurz auf den DAX switchen hier an der Stelle. Da hatte ich nämlich hier noch eine Long Order drin. Mal gucken, ob ich die jetzt überhaupt drin lasse hier an der Stelle bei 410. Das ist halt einfach markttechnisch das nächste Support-Level, beziehungsweise nicht das nächste, eigentlich das letzte Support-Level, was wir halt hier haben. Bin ja schon auf Stunde. Gucken wir es mal an. Ja, das ist halt hier genau der Punkt, beziehungsweise ein paar Punkte drüber. Und dann kann man mal versuchen. Aber sollte man jetzt auch irgendwie nicht allzu viel drauf bauen. Ich lasse den jetzt mal drin. Und aber nur für einen Impuls entsprechend, weil so ohne weiteres sollte das jetzt hier auch nicht unbedingt brechen. So, den DAU habe ich parallel im Auge auf der anderen Seite. Und ich lasse den hier einfach, was habe ich denn hier eingestellt? Gerade mal gucken. Als Stop. 10 Punkte, Take Profit ist 20, ist wahrscheinlich sogar zu viel. Beziehungsweise ich würde hier, wenn er die macht, nach 10 Punkten anfangen zu trailen. Hier mit einem Abstand von 2 und gucken, ob wir da hinkommen. Und ansonsten 10 Punkte ist jetzt natürlich auch kein großer Verlust in Anbetracht dessen, was der DAU hier ja auch gerade eingefahren hat. Also Aber ich endlich mal hoffe, Bewegung, ne? ja, endlich mal wieder was los. Ich hoffe natürlich, dass einige dabei waren heute Morgen bei der 105 und nicht irgendwie auf Long und da die ganze Zeit geschraubt haben, weil das natürlich jetzt erstmal schön hier mit irgendwie, was waren das jetzt überhaupt? Das war zwar jetzt nicht die Riesenposition, aber trotzdem ja ganz okay. Also mit 130 Punkten etwa da jetzt erstmal halt raus und das passt ja auch erstmal. Ne, und das jetzt passiert halt das, was ich vorhin meinte. Jetzt keine Ahnung, wie weit das jetzt hier im ersten Rutsch halt geht. Ne? Das sind jetzt erstmal halt hier nur Stops, die geflogen sind. Und wenn jetzt hier Short-Positionen aufgelöst werden, dann ist das noch nicht long. Aber man weiß eben nicht, bis wohin das läuft. Jetzt erstmal an der Stelle, das ist jetzt nur mal die Erstreaktion, die sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Schätzungsweise werden wir jetzt erstmal dann auch ein bisschen was bei der 318 dann auch hier sehen. Ich gehe mal hier auf den Minutenchart. Du hast eine nette Kerze. Auf jeden Fall. Und mal gucken, was da jetzt halt passiert. Und daran kann man sich nachher wahrscheinlich dann auch so ein bisschen orientieren. So, den DAX habe ich jetzt ein bisschen aus dem Auge verloren, aber der ist noch nicht da unten hingekommen. Das ist soweit okay. Aber gucken wir uns das Ganze mal nochmal hier im Daily an, was da jetzt halt passiert ist. Also, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, macht eigentlich wesentlich mehr Sinn, sich da halt irgendwie rechtzeitig einzudecken, also dann halt irgendwie morgens vorher und als jetzt irgendwie direkt bei den NFPs da halt irgendwo reinzugehen, weil da kriegt man einfach zu viel Slippage dann an der Stelle. Und was natürlich nicht die Schuld von FX Flat ist, sondern halt einfach vom Markt, da ist halt einfach an Orders zu wenig dann halt, ist die Dichte ist halt zu gering. Und wenn da ein bisschen Volumen reinkommt und dann
gibt es da halt einfach Sprünge von irgendwie 10, 20 Punkten und die hat man natürlich dann auch ganz schnell als Slippage dann eben auch auf der Uhr und das will man natürlich ja nicht haben. So, also passiert ist bisher hier noch nicht viel, außer dass wir halt eben hier einmal kurz unter die Kerze drunter sind, also hier diese Aufwärtsbewegung, einmal kurz angedippt hier unten, ich hoffe, man kann das erkennen. So lässt er mich dann hier nicht größer machen. Was ist das denn? Habe ich hier einen neuen Bug entdeckt im MetaTrader oder? Die Lupe ist aus. Okay. Versuch mal mit der Tastatur. Plus, minus. Was drückt man? Bitte? Einfach nur plus, minus. Ah, okay. Ich habe hier echt immer lustige Phänomene. Ne? Also hier ist auch beides ausgewählt, Daily Chart und Weekly Chart. Aber okay. Also ich mache das mal ein bisschen größer, damit man sieht. So. Das heißt, wir sind jetzt hier aufgedippt an dieser Kerze einfach nur ziemlich genau. Inwieweit so ein Punkt jetzt Relevanz hat, weiß ich nicht. Also ob das jetzt, also Long Entry wäre das für mich jetzt erstmal nicht. Aber wenn man das halt in Wellen aufdröselt, dann ist es halt hier natürlich wieder eine Wellenoberkante, würde man im Stundenchart wahrscheinlich besser sehen. Aber ist jetzt erstmal so ein Punkt, ja, für mich jetzt erstmal so weit ohne Relevanz, sondern einfach nur mal wahrscheinlich irgendwo, wo man gesagt, okay, da gehe ich halt raus. Und beziehungsweise dieses Rausgehen ist vermutlich dann eher, deswegen sind da auch ein paar Stops jetzt geflogen, dann halt einfach unter dieser Aufwärtsbewegung. Ja, weil das hier natürlich jetzt auch markttechnisch natürlich halt auch entsprechend angeknackst ist, weil man da halt mal guckt, von hier ausgehend, von diesem Punkt bis dahin und dann nochmal hier runter und dann da hoch. Das ist natürlich ein markttechnischer Trend. Das heißt, da ist ein bisschen was geflogen jetzt an der Stelle. Und inwieweit sich das jetzt charttechnisch darstellen lässt, weiß ich nicht. Weiß ich auch gar nicht, ob das beim Dow überhaupt funktioniert in der Form. So, und deswegen jetzt hier erstmal abwarten, da ist noch nichts passiert. Und tendenziell ist es dann eher so, dass halt versucht wird, die Aufwärtsbewegung dann aufrecht zu erhalten. Und deswegen kann es jetzt natürlich sein, dass es halt ab der Stelle dann einfach tatsächlich alles zurückgekauft wird und wir erstmal nach oben laufen. Also ich habe jetzt hier erstmal auch keinen Handlungsbedarf mehr, weder long noch short. Und wie man sieht, der Exit war auch gar nicht so schlecht hier an der Stelle. Mal gucken, kann man mal zeigen, wo der war. Ja, das war schon okay, war natürlich jetzt nicht die Spitze da unten. Aber hier an der Stelle war das jetzt schon soweit, ja, ganz okay. Ja, man hätte natürlich jetzt noch versuchen können, irgendwie ein bisschen mehr Abstand darunter zu trailen, aber was soll's. Weil ich den Punkt ja auch einfach nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte ja eigentlich nur die 318 auf dem Schirm und deswegen ist das jetzt diese Strecke hier von 318 runter bis, wo sind wir da raus, an der Stelle 87, ist ja dann erstmal halt auch nur nochmal 33 Punkte, nicht ganz, 31 Punkte Bonus, so sehe ich das halt jetzt erstmal. So, und er kann jetzt halt hier unten nochmal testen, kann jetzt auch direkt hier hochlaufen, keine Ahnung, ja. Ausgehend von den Stundentriggern ist ja auch noch nichts passiert, da muss man jetzt mal die fertige Stunde abwarten, wie die halt schließen wird. Und mein nächster Punkt wäre tatsächlich, ist auch hier eingezeichnet, jetzt erstmal die falsche Farbe, aber das wäre so mein Maximum. Hier ist eine kleine Ergänzung für dich, Dirk. Du, ja, bitte. Ein Teilnehmer schreibt, im Ausblick hast du übrigens genau im Drehpunkt bei 239 eine blaue im Dow. Ja, die hatten nicht genau. Also ich sehe die bei 238, aber da war er ja nicht ganz. Ne? Der ist ja ein bisschen, ich habe die hier parallel natürlich im Blick, weil ich habe hier nicht alles eingezeichnet. Aber da fehlen halt so ein paar Punkte. Ne? Und das heißt, da laufen wir jetzt wahrscheinlich schon nochmal irgendwie hin, um das mal genau zu testen. Aber wenn ich sage, da laufen wir jetzt hin, heißt das nicht unbedingt wirklich jetzt. Ja, das kann auch dann halt irgendwie nochmal komplett hier hochschieben und dann halt später da halt irgendwie dann halt testen. Und da kann man dann mal gucken, wenn man das halt als Beispiel unbedingt skypen will, mal gucken, was dann dort passiert. Und bei der 239, kann sie ja mal einzeichnen. Aber die hat jetzt keine Relevanz. Ne? Das ist halt, die ist ja bei mir auch in Blau eingezeichnet. Blau heißt ja immer nur, ist bekannt aus der Vergangenheit, aber da muss man einfach mal genau hingucken, was dann da halt passiert und wie man das halt entsprechend auch handelt. Also das ist jetzt nicht irgendwie bedingungslos long, short,
Und Long heißt ja auch Short auflösen. Ist ja im Endeffekt das Gleiche. Deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch. Also Support fängt für mich an hier unten in dem Bereich bei 189. Mal gucken, ob wir das hier dargestellt kriegen im 4-Stunden-Chart vielleicht. Ja, da sieht man ja auch, warum. Das heißt, wir hatten hier, das hier war der Peak jetzt einfach nur. Von diesem eigentlichen Widerstand an der Stelle, das war halt ursprünglich der Widerstand, da sieht man 4 Stunden genau dran geschlossen, an der Stelle nochmal runter und dann halt hier mit bisschen Anlauf das Ding gekauft. So, und mein Ansatz ist ja immer, Support wird Widerstand und Widerstand wird zum Support, also die klassische Paritätsumkehr. Die war übrigens auch heute Morgen hier bei 408, beziehungsweise 405 war der Entry, die wir dort halt auch genauso hatten, ja, und deswegen war das halt auch für mich ein plausibler Einstieg, weil wir hatten hier gestern Support an der Stelle die ganze Zeit, im Stundenchart sieht man es nochmal ein bisschen genauer und deswegen, weil wir da halt deutlich drunter sind, habe ich halt gesagt, da oben gehe ich halt Short, weil das halt einfach die klassische Paritätsumkehr ist, nicht mehr, nicht weniger. Und genau das Gleiche haben wir hier unten auch, das heißt, wir hatten hier einen Widerstand, der wurde gekauft und wurde vor allen Dingen noch nicht bestätigt und darauf baue ich halt immer so ein bisschen, dass die Sachen bestätigt werden. Und deswegen ist das auch das erste plausible Ziel für ein Long Entry. Und jetzt nicht unbedingt hier, weil da halt so ein netter Peak ist. Es kann sein, dass der da halt ein paar Punkte nochmal hochschiebt, aber halt so wirklich schön ist das für meine Begriffe nicht. Ich würde das schon eher auf eine Etage tiefer bauen. Also wie gesagt, die 189. So, jetzt ist aber auch selbst die nicht ganz einfach zu handeln. Auch die muss nicht genau funktionieren, weil natürlich diese ganze Aufwärtsbewegung gestartet ist, die halt hier unten bei, wo sind wir hier? Komm, zeig's mir an. Gestartet sind wir hier bei 25.029. Ein paar Pünktchen drüber meinetwegen noch, ja. Oder wenn man es ganz genau nimmt, dann halt bei sogar bei 25.000. Das ist natürlich jetzt eine Spanne von irgendwie über 160 Punkten. Da muss man auch schon ein bisschen gucken. Und deswegen ich mache es ja halt immer so, dass ich sage, okay, wenn die Stunde drüber schließt, ja, also auch wenn wir jetzt irgendwie hier reinstechen bis dahin, als Beispiel in die Stunde nachher dann nochmal bei 25.200 schließt, dann würde ich da eine Long Order hinpacken. Man kann auch versuchen, natürlich das im Impuls zu handeln, weil das ist ja auch manchmal so, dass es nur angedippt wird und dann direkt wieder wegrennt. Gelingt auch oft, aber sauberer ist es halt wirklich, das mit dem Stundenschluss zu machen. Und ich bin halt da für den strategischen Ansatz natürlich recht dankbar, dass ich den so gefunden habe, weil er mir natürlich auch so ein bisschen Sicherheit entsprechend auch gibt. Ne? Genau wie jetzt halt eben hier, gut, einen 4-Stunden-Chart sieht man jetzt nicht, aber genau wie eben halt hier, sowas brauche ich dann halt. Ich sage, okay, das ist verkauft, das ist halt hier der letzte Support gewesen und die Linie gab es ja auch gestern schon, bevor wir da waren oder vorgestern. Und die ist jetzt verkauft und das ist für mich erstmal ein Trigger, weil dann weiß ich vor allen Dingen auch hin, wohin mit dem Stop. Und darum geht es ja eigentlich. Geht ja nicht darum zu sagen, ich habe eine Strategie, die halt irgendwie mir einen super Trigger liefert, sondern ich will ja, muss ja auch wissen, wohin mit dem Stop. Und der gehört natürlich dann halt regulär über die letzte Stundenkerze. Ja, ganz klar. Und das kann man dann auch eben sauber eingrenzen. Und hier unten wüsste ich jetzt erstmal nicht, wohin mit dem Stop. Das heißt, da kann ich dann halt nur raten und muss dann halt sagen, ja, boah, ich versuche es mal mit 10, 20, 30, keine Ahnung, ja. Und das macht es dann halt schwerer. Und deswegen, wenn wir halt hier so einen Piekser runter haben und schließen darüber, dann setze ich da meine Long Order hin und mein Stop geht regulär darunter. Und dann weiß ich halt auch in der Regel, okay, von da laufen wir mindestens mal bis zur nächsten. Also das ist dann halt der ganz normale Ansatz eben. Und deswegen halt, sage ich halt, macht es halt mehr Sinn, halt an der Stelle darauf zu bauen. So, okay, also so ein bisschen Nirvana hier an der Stelle, deswegen das würde ich abwarten und vielleicht auch noch ganz kurz ein Wort, warum ich da halt gesagt habe in meinem Ausblick, ich behalte die 578 im Auge. Die muss ich jetzt auch, das müsste, die hatte ich doch eben eingezeichnet. Ist hier irgendwie ein bisschen hops gegangen hier, okay, das zeichne ich dir eben nochmal ein. Ich habe das nämlich eigentlich alles vorbereitet. Keine Ahnung, warum die jetzt nicht da ist. So, aber das kann man ja auch mal zeigen. 25.578 beziehungsweise die darunter ist die
6,2. So, das heißt hier das gleiche in grün. Ja, da waren halt jetzt einfach nur die letzten Schlusskurse. Hier im, ich hoffe, man kann es erkennen, im Stundenchart die letzten Schlusskurse halt hier drunter, hier drauf, ziemlich genau nochmal irgendwie immer drauf getanzt und dann auch nochmal eine Aufwärtsbewegung versucht und dann ist die gebrochen worden. Und hier fehlt mir einfach auch genau das gleiche wie hier unten, fehlt mir hier oben einfach auch eine Bestätigung von diesem Support, der dann halt letzten Endes verkauft wurde und der wird in der Regel dann halt ein Widerstand. Und die Zone geht bis maximal hier oben hin. Ja, und beziehungsweise hier kann man sich halt auch orientieren an dem Bereich. Also das sollte relativ gut machbar sein, hier an der Stelle da halt entsprechend short zu handeln. Das heißt, wenn man das als Impuls macht, dann und hier halt als Beispiel dann halt eine Short Order hin platziert, wenn wir überhaupt dahin kommen, das muss man natürlich jetzt auch erstmal abwarten. Das muss nicht heute sein, das kann auch noch irgendwie in 2 Wochen der Fall sein, aber ich behalte solche Punkte immer im so lange im Auge, bis sie dann halt auch erledigt sind. Weil ganz oft ist es wirklich so, dass das dann halt im Nachhinein nochmal kommt. Und das hatten wir auch zum Beispiel im Dezember, Januar. Da hatte ich halt auch im November so viele Punkte oberhalb 25.000, wo ich gesagt habe, die sind nicht erledigt. Und ich traue dem Braten halt nicht. Und die hat er jetzt dann tatsächlich alle nachgeholt. Hätte ich auch nicht dran geglaubt im Dezember, dass das nochmal so ohne weiteres kommt. Und da hätte ich eher darauf gebaut, dass wir da tatsächlich unten durchrutschen. Aber nein, die sind alle tatsächlich nochmal nachgeholt worden, inklusive sogar der 26.215, wo ich auch damals schon gesagt habe, das ist das Maximum von der gesamten Aufwärtsbewegung. Auch wenn die jetzt ein bisschen überboten wurden, aber im H1 kann man das trotzdem gut abbilden. Also das, wie gesagt, der Grund für die 5, 7, 8. Ja. Kasamarkt macht ja halt entsprechend in 40 Minuten auf. Und die sind ja schon bekannt dafür, ja, dass sie halt auch die Gunst der Stunde nutzen und dann sagen, wow, billig, so billig war es schon lange nicht mehr, kaufen. Und kann dann halt passieren, dass wir tatsächlich dann eine ordentliche Bewegung nach oben kriegen und die dann entsprechend auch da oben scheitert. Und je deutlicher die nach oben geht, wie gesagt, ich weiß es wirklich natürlich nicht, ja. Ich sage nur, wenn es so kommt, weiß ich warum und dann wundert es mich zumindest nicht. Und dann weiß ich halt auch, muss dann halt nicht irgendwie dann halt blind raten mit irgendwelchen Dirk, ich glaube, dein Mikro ist abgefallen. Ja, da ist es. Und ich weiß jetzt nicht, bis wo mir gehört hat. Ich habe gerade nur gesagt, ich wiederhole einfach mal den letzten Satz. Also ich weiß natürlich nicht, ob es bis da oben hingeht. Ich habe ja auch keine Glaskugel, nur sollten die Amis jetzt auf die Idee kommen, den ganzen Markt zurückzukaufen. Und dann weiß ich halt zumindest mal, was das potenzielle Ziel ist und muss nicht dann halt mit Fibos oder Pivots und so weiter dann halt raten, ist es jetzt die 61, die 74, 76 oder was auch immer, sondern das kann man ja auch vielleicht sogar einfach mal messen. Mal gucken, vielleicht passt es ja sogar in irgendeiner Form zusammen. Ja, nicht wirklich. Doch, das wäre dann, ja, wenn ich es umdrehe, passt es. Moment. Dann wäre es wahrscheinlich. Mache das jetzt hier mal einfach genau an der Stelle auf die 3,9. Dann haben wir hier höchstwahrscheinlich tatsächlich die. Ja. Ja, nicht ganz. Ne? Das wäre dann halt hier die 23,6, also irgendwo dazwischen. Das würde dann zumindest dazu passen. Dann würde auch die 38er, beziehungsweise jetzt von der Abwärtsbewegung gemessen, die 61 nicht ausreichen. Ja, also höchstens vielleicht im ersten Anlauf, aber im zweiten Anlauf würde das dann halt höchstwahrscheinlich dann doch nochmal dann da oben hinlaufen. Okay, so, das zum DAO. Ich glaube, den habe ich jetzt wirklich genug verbal hier ausgeschlachtet. Ich habe hier noch eine allgemeine Frage zu deiner Analyse. Ja. Und zwar bei deiner Paritätsumkehr, ob du da eine bestimmte Toleranz hast oder muss dieser Kurs genau getroffen werden? Der sollte schon genau, also was man halt oft sieht, ist, dass es so einen Punkt drunter dreht. Das sieht man schon recht oft. Das hatten wir also im DAX eigentlich mehr noch als im DAO. Das ist schon mal der Fall. Das heißt, ich reize es, wenn ich als Impuls machen will, nicht unbedingt aufs Letzte aus, sondern guck dann irgendwie vorher, wenn er schon irgendwie 2, 3 Punkte vorher anfängt, da halt irgendwie zu bremsen
Und dann gehe ich da auch schon mal ganz gerne direkt irgendwie mit einer ersten Position dann halt auch rein an der Stelle. Und aber ansonsten ist ja also schon recht genau, ja. Und entscheidend ist ja halt immer das Risiko, wo lege ich das halt hin? Das gehört natürlich ja dazu. Deswegen habe ich das ja vorhin auch ein bisschen ausgeführt mit der 25.189, weil da ist das Risiko nicht so ohne weiteres zu bestimmen. Hier oben jetzt halt schon, weil das ist noch relativ frisch. Und im allerschlimmsten Fall hat man dann halt eben das Hoch von der Kerze hier. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen viel. Aber gut, wenn man halt einen Swing handelt über, als Beispiel, wenn man jetzt halt hier irgendwie 600 Punkte runter will und man will die halt komplett haben, die Strecke, dann kann man natürlich auch 60 Punkte Stop einbauen. Das ist ja dann halt auch kein, das passt ja dann halt völlig problemlos ja auch zusammen. Aber halt in dem Bereich, also ich glaube nicht, dass das irgendwie großartig höher laufen würde, zum Beispiel jetzt hier als die 627, weil, das hier auch nochmal kurz zu zeigen, ne, weil halt auch hier entsprechend da auch nochmal der letzte Widerstand beziehungsweise Support hier war. Und deswegen ist das halt hier schon ein Bereich, den ich halt für relativ safe dann halt auch halte, um hier einen Short zu platzieren und den Stop dann auch entsprechend da oben drüber. Das sollte reichen, um dann auch nochmal hier runterzukommen. Ob er natürlich dann die ganze Bewegung nach unten fortsetzt, das steht natürlich auch auf dem anderen Blatt. Aber warum nicht? Also zumindest mal halt hier ins untere Feld sollte es von da dann auch eigentlich auch nochmal laufen. Wie gesagt, wenn wir überhaupt da hinkommen, ne, jetzt heute. Okay. So, dann schnappe ich mir mal den DAX. Gold habe ich so nur die Zahlen im Auge, kommen auch nochmal gleich. Dann dazu, der weigert sich hier, also der tritt halt hier heute tatsächlich wieder nur auf der Stelle. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter. So wirklich viel ist da jetzt auch noch nicht passiert. Gucken wir uns den auch mal an, hier im Tageschart erstmal, wobei da die Woche auch interessanter ist, aber erstmal eins nach dem anderen. Also, da hatte ich ja halt auch letzte Woche bei 667 geschortet und habe gesagt, da ist der Spaß erstmal vorbei, höchstwahrscheinlich. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen drüber, aber nicht wesentlich. Und da lag dann halt auch jetzt zufälligerweise der EMA 200. Also, das heißt zufällig, ja. Es mag ja sein, dass es den einen oder anderen gibt, der sagt, ich habe einen funktionierenden Handelsansatz für den EMA. Ich habe ihn nicht. Ich weiß, dass der Thorsten Helbig auch immer drauf guckt. Ich kann damit irgendwie nicht so viel anfangen, aber ich habe halt auch gesehen, okay, der liegt auch da. Das passt halt zusammen, die ganze Geschichte. Und Wenn du schon Thorsten Helbig sagst, muss ich ja an der Stelle sagen, schönen Gruß, weil sonst schlägt er mich. ach so, er ist da. Ja, Ja. schön. Freue ich mich. ne, also ich weiß, dass er ihn im Blick hatte zum Beispiel. Ich habe natürlich halt auch gesehen, war jetzt für mich aber nicht der Punkt, sondern bei mir ist es halt ein anderer Ansatz gewesen, weshalb ich gesagt habe, 667, da ist erstmal Feierabend höchstwahrscheinlich und dann gehen wir wieder runter. Das sieht man hier im Tageschart gar nicht so deutlich, im Wochenchart sieht man es besser. Den mache ich aber, mache ich auch gleich mal auf. Trotzdem erstmal hier kurz den Tageschart. Da habe ich auch ein bisschen was vorbereitet und eingezeichnet. Wir haben hier unten den Bereich 11.322 bis 353. Das waren auch Punkte, die waren schon, sind schon ein bisschen länger hier. Also, ne, also auch als der DAX schon da unten schon angekrochen kam, hatten wir die auch schon halt hier drin. Ich glaube, der Thorsten hatte sie auch, deswegen sage ich wir. Und die hat auch erstmal ordentlich gebremst und die ganze Geschichte wieder nach unten gedrückt. Das heißt, hier aber auch erstmal klassischer Ansatz. Das war ein Widerstand, ein ordentlicher, der ist gekauft worden, im Tageschart auch und nicht bestätigt. So, immer der gleiche Ansatz. Das heißt, hier ist erstmal eine Paritätsumkehr zu erwarten. Das heißt, wenn wir da hinlaufen und dann sollten hier erst eigentlich mal ein paar Käufer auf den Plan kommen. Und deswegen würde ich Short auch nicht ohne weiteres darüber durchhandeln. Und weil es halt eben ja ein Ansatz ist, der sehr oft funktioniert. Also das ist so der Bereich, das ist ungefähr 30 Punkte, die Spanne hier, da würde ich schon damit rechnen, dass da einige sagen, ey, nee, hier nicht runter, weil haben wir ja gerade erst gekauft, das lassen wir mal schön sein. Und ne, weil halt die erste Bestätigung einfach fehlt. Ich weiß aber auch, weil ich ja auch immer mal lese, was andere so schreiben,
wenn man dann jetzt halt, ich habe das noch nicht probiert, guck mir das auch mal an, wenn man jetzt halt hier so einen Trend, also so einen Kanal, Diagonaltrend baut, wie ich sie überhaupt nicht leiden kann. Und dann sieht man hier, oh, da haben wir einen Trendbruch. Ich gebe, wie gesagt, gar nichts auf das Zeug, weil das nach meinem Dafürhalten so nicht funktioniert. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel, wir haben einen Trendbruch, das heißt dann halt, geht man das charttechnisch an. Ja? Also nach dieser Herangehensweise sieht man hier, oh, der Aufwärtstrend ist verlassen, ist gebrochen. Das ist halt ein Klassiker auch einfach, ja? Dass er halt hier rausfällt, dann da halt hier an dem eigentlichen Punkt, wo halt die Käufer eben sich durchgesetzt haben, dann dort reagiert und dann wieder zurückrennt. Und das kann man dann nachher schön dokumentieren und sagen, ja, oh, verlassen, oh nein, Trend wieder zurückgekauft. Das ist für mich halt kein Trend, sondern halt eben nur dann bestenfalls eine Orientierung. Ich glaube, der Thorsten hat diesen Bruch hier gehandelt. Ich glaube, so kann man das auch machen, ja. Das ist eigentlich, dass man darauf baut, dass es genau so nicht funktioniert. Dafür kann man es halt auch verwenden, finde ich jetzt halt, ne? Ah, muss halt natürlich jeder selber wissen, ist nur mein Ansatz, deswegen achte ich auf sowas halt überhaupt nicht. Und weil das nach meinem Dafürhalten eben ein bisschen anders funktioniert. Was man nämlich hier auch sieht, also hier muss man einfach aufpassen, ne? Hier ist halt die Chance, dass wir uns einfach nochmal in diese Aufwärtsbewegung hier zurückkaufen und dann einfach nochmal nach oben laufen. Und wie der DAX es ja gerne macht, dann halt mal ein paar Tage oder Wochen auf der Stelle treten. Damit darf man schon rechnen. Kommt hier natürlich ordentlich Speed rein und wir pieksen hier einmal durch, dann wäre halt der nächste Punkt dann irgendwo hier unten, weil wir hier Ähnliches haben, ne? Also auch nochmal hier Widerstand runter und dann halt mit Tempo durch. Da wäre dann halt die nächste Chance, da halt nochmal auch long reinzukommen in die ganze Geschichte. Aber dass der einfach so durchfällt, ich glaube es noch nicht. Gut, aber muss man sich dann angucken. Im Wochenchart übrigens sieht das Ganze so aus. Auch deswegen glaube ich da noch nicht dran, weil um das zu machen, ja, also jetzt hier wirklich ordentlich abwärts zu triggern, sieht man ja hier, da müsste diese Wochenkerze heute als bärisches Engulfing enden. Das heißt, wir müssten hier unten irgendwo schließen, auch in dem Bereich. Und sieht man jetzt hier auch wieder, auch passenderweise, EMA 200 ist exakt hier auf der 353, exakt da drauf. Das ist halt nochmal ein Grund, ja. Es gibt ja, sowas wird ja gehandelt. Und entsprechend haben wir hier natürlich dann auch schon deswegen wiederum die Käufer dann halt sitzen. So, jetzt hält so ein EMA jetzt nicht unbedingt punktgenau im Wochenchart. Sieht man ja auch hier. Da geht es mal ein paar Punkte drunter. Das heißt aber, auch deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier was kriegen. Und was auch noch hinzukommt, ist, wir hätten hier den Anfang von vorletzter Woche, also die Eröffnung, auch das kommt hier noch dazu. Und der wird nicht, wenn jetzt nicht irgendwie was Größeres da halt irgendwie im Gange ist, mal eben hier durchfallen und dann da unten irgendwo schließen. Also das würde mich schon sehr wundern, weil wir sind ja hier nur mal in einem relativ jungen, ich will es nicht Aufwärtstrend nennen, ja, aber in einer Aufwärtsbewegung sind wir hier, die ein Trend werden könnte. Und dass die halt so mir nichts, dir nichts mal eben wieder komplett gekippt wird, wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Und hier sieht man übrigens auch besser, warum halt hier oben der Punkt, warum ich da auch gesagt habe, okay, das funktioniert nicht, dass der da einfach drüber läuft. Auch nochmal halt hier einfach rein, markttechnisch. Wenn man das jetzt hier auch nochmal aufdröselt in so ein paar Punkte. Moment. Hier ein bisschen die Linie bearbeiten. So, wenn man das auch nochmal in Wellen aufdröselt, kommt man halt auch auf einen relativ einfachen markttechnischen Trend, ja, der von hier oben gekommen ist. Irgendwie will das bei mir hier nie so, wie ich das will. Hallo. So, der von irgendwo da oben gekommen ist. So, das heißt, wir hatten hier einfach ein Abwärtstrend, ganz klar. Es ist ein Abwärtstrend und hier eine korrektive Aufwärtsbewegung. Den müsste man natürlich jetzt auch noch dazu zeichnen. Ja, also hier diesen, weil der von da ging es ja auch mal nach da, aber ich halte es jetzt mal einfach. Und hier war dann halt die letzte Aufwärtsbewegung. So, und da sind wir jetzt dran gelaufen. Warum soll der denn jetzt da drüber laufen? Ja, mal ausgehend davon, dass Trends funktionieren, vor allen Dingen markttechnische Trends, dass die funktionieren. Da gibt es überhaupt gar keinen Sinn, dass der halt einfach so ohne weiteres da oben
drüber schiebt. Ja, wie man sieht, hat es halt auch ziemlich genau gehalten. Da ist einfach nur das Maximum ausgereizt worden. Und deswegen gebe ich da auch dann nichts drauf, wenn dann halt irgendwie, wenn ich dann irgendwo von Szenarien lese, ja, jetzt DAX wieder irgendwie Richtung 12.000 oder 11.800 und so weiter und so fort. Weil in der Regel halt nicht, weil das ist der Trend. Und ein Trend wird nicht einfach so, es läuft da nicht drüber, als gäbe es ihn nicht. Ja. Und vielleicht wird mal ein paar Punkte drüber gefischt, okay. Aber halt, das ist nicht so, dass da einfach jetzt die nächste Kerze kommt und rennt da einfach drüber. Also wenn das so wäre, dann wäre es ja traurig, weil dann wäre halt, ich sag mal so, alles, was man über Trends und Trendlehre ebenso weiß, das wäre dann halt alles hinfällig. Und ich weiß, das sage ich ja auch jedes Mal, es gibt einige, die behaupten, Markttechnik funktioniert ja nicht. Ich behaupte das Gegenteil und zeige es halt hier auch eigentlich regelmäßig, dass es schon durchaus funktioniert. Man muss sie halt aber auch richtig anwenden und natürlich auch die Zeiteinheiten richtig verstehen, um dann damit auch was anfangen zu können. Ganz klar. So, bevor ich jetzt aber hier zu viel rede, der müsste gerade gefüllt werden, sehe ich hier gerade am Rande. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Ist jetzt hier genau drauf aufgesetzt. Habe ich jetzt hier um einen halben Punkt verpasst. Aber okay. Mal gucken, vielleicht kommt die ja noch. 409 ist die eigentliche Marke. Aber da darf er natürlich jetzt auch nicht so ohne weiteres arg weit drunter. Kann es ja auch anders machen. Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir sie noch. Ich lasse den jetzt erstmal hier drin. Das ist natürlich jetzt hier von der Vola. Es ist wirklich leider sehr überschaubar im DAX. Deswegen ist das jetzt hier auch nicht gerade so ein Premium-Trade. Aber trotzdem halt im Zweifelsfall schon machbar. So, jetzt kriegen wir hier noch ein bisschen Limit-Pullback-Funktion. Naja, doch nicht. Dafür reicht die Vola nicht. So, aber erstmal drin. Wie gesagt, 10 Punkte mehr würde ich dem auch nicht geben. Hier geht es ja nur so ein bisschen um die Reaktion. Und die läuft auch nicht unbedingt weiter als bis zur 430, wenn überhaupt. Also wir hier halt nochmal die Eröffnung im DAX und auch entsprechend das, was den ganzen Morgen ja halt auch gehalten hat. Hier, gucken wir, ob es so Stunde besser sieht. An dem Stop mache ich jetzt erstmal nichts. Aber ich denke mal, hier sieht man es so ein bisschen besser. Ja, also erstmal geht es halt hier auch ganz klar um den markttechnischen Trend hier an der Stelle, der jetzt nicht so ohne weiteres verkauft werden sollte. Und selbst wenn es darunter geht, so ohne weiteres schließt es dann aber auch nicht darunter. Und deswegen halte ich dann sowas dann halt auch für legitim, dass man das schon mal machen kann. Und auch wenn es jetzt hier erstmal böse Short aussieht, das heißt aber nicht, dass es hier einfach weiter nach unten durchfällt. Und hier dann halt auch, also wobei natürlich hier die Suche nach Short schon die richtigere Variante wäre. Jetzt mal gucken, ich habe am Dow hier unten nichts mehr gehabt. Nee, ne? Hat nämlich jetzt hier, sehe ich auch gerade am Rande, das genau getriggert hier die 239 und auch ziemlich genau jetzt reagiert. Okay. Das heißt, wir haben ja hier eine Abwärtsbewegung. Wir sind zwar hier übergeordnet long. Das heißt, wenn man den handeln will, long, dann ist der Stop mit 10 Punkten wahrscheinlich ein bisschen eng. Da sollte man da ein bisschen mehr Luft lassen. So, jetzt habe ich ja auch gesagt, ich will das nur mal als Impuls an der Stelle machen. Und weil wir natürlich hier im Stundenchart sind wir nämlich hier erstmal klar short. Und deswegen gebe ich dem auch nicht mehr als 10 Punkte Luft jetzt hier erstmal. Und hier sieht man ja eben auch, da oben, das war der Punkt, der ist die ganze Zeit verteidigt worden, bis aufs Messer, die 430 hier oben. Und das wäre jetzt halt einfach, wenn er das jetzt überhaupt macht, entsprechend hat hier das Ziel von so einer Aufwärtsbewegung dann bis hierher und weiter nicht. Und das ist halt echt so dann auch das Maximum. Weil da würde ich dann halt schon, weil wir halt hier Intraday handeln und jetzt nicht unbedingt, weil den sieht man auch im Tageschart, weil wir hier Intraday sind und nicht im Daily Swing. Deswegen orientiere ich mich dann natürlich dann schon nach der nächstgrößeren Zeiteinheit und das ist halt hier ganz klar die Stunde und die ist eben Short. Ne? So, und das heißt, die kann natürlich hier einmal durchdrücken eine Runde. So, aber sollte trotzdem
und dann hier unten irgendwo gefangen werden und dann auch früher oder später, eher früher als später, dann nochmal dahin laufen. Und da kann halt hier sein, dass jetzt hier ein bisschen gefischt wird und dass wir dann halt jetzt hier, beziehungsweise ich, soll ja keiner nachmachen, dann halt auch dazugehört und hier eben mitgefischt wird. So, das hängt natürlich jetzt so ein bisschen hier an der Wola, kommt da noch ein bisschen was, kommt da halt nichts, aber das wäre eben der Ansatz. Und hier wäre dann halt eher, um jetzt den Intraday-Trend zu verfolgen, da wäre halt dann ganz klar auch ein Short-Entry bei 430 etwa. Und da weiß man dann auch, wo der Stop hingehört, nämlich einfach hier über die Stundenkerze, nämlich bei circa 450. Und damit sollte es dann auch gelingen, von hier zumindest bis dahin oder wenn nicht sogar eine Etage tiefer, dann halt auch zu kommen. Vor allen Dingen, falls wir jetzt halt hier wirklich direkt drehen, sollte das schon machbar sein von hier, dann auch auf die 353, weil dann sollte das nämlich auch eigentlich erstmal brechen. So, das ist halt so der Ansatz dahinter. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So, trotzdem habe ich aber gesagt, ich mache den jetzt hier mal und riskiere halt mal hier 10 Punkte, weil der Dow ja schon eigentlich ganz nett da halt auch eingefahren hat und das ist jetzt nicht weiter tragisch und kann man schon mal machen. So, der drückt hier ordentlich weiter, ne? Und da bewahrheitet sich so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, so eine Marke ist, also wenn die bei mir blau sind, das heißt nicht irgendwie Support oder Widerstand, sondern dann muss man halt einfach gucken, was da halt passiert. Das heißt, weiter als 10 Punkte ist man hier auch noch nicht gekommen. Und jetzt einfach mal gucken, wie er dann halt auf in der Stunde dann damit umgeht. Wenn die Stunde jetzt darüber schließt, ja, also hier ist ja eine Minute plus 5 Minuten habe ich hier. Wenn aber die Stunde entsprechend darüber schließt, und dann kann man versuchen, da halt auch nochmal long reinzukommen. Und dann von dort auch nochmal hoch hier zur 318, beziehungsweise hier unter die letzten Supports bei der 345 in die Richtung. Ja. Aber jetzt nicht unbedingt da bedingungslos durch die Decke. So, ne, weil eigentlich geht's, mir geht es eigentlich darum, hier um den Bereich 189. Und da zieht es ja auch irgendwie dahin. Ne? Deswegen glaube ich, ist das nicht so falsch an der Stelle. So, den DAX lasse ich mal kurz in Ruhe. Bei der Volatilität können jetzt irgendwie 10 Punkte auch eine Stunde dauern. Und mach mal halt hier eben noch den noch Gold mal noch parallel auf. So, dass wir da auch mal noch kurz drauf gucken. So, mal gucken, die 400, wo ist denn der Peak genau? Das ist halt immer so ein bisschen das Problem, leider beim DAX, der ist halt ein Ferkel. Das heißt, wir haben jetzt hier den Peak genau bei, wo sind wir hier? 401. Mich würde jetzt nicht wundern, das wäre halt zumindest typisch DAX, wenn wir jetzt erstmal da nochmal 10 Punkte drunter und dann doch nochmal hoch. Das wäre jetzt halt irgendwie nicht weiter verwunderlich. Im Dow geht es halt wesentlich sauberer als im DAX, aber im DAX ist es eigentlich eher typisch. Aber wie gesagt, das ist schon okay. Ich lasse den jetzt hier trotzdem, immer so ein bisschen Reaktion erscheint mir hier schon plausibel, nachdem das hier heute Morgen ja auch alles fleißig verteidigt wurde. Und jetzt habe ich natürlich jetzt hier den Stop genau an der 401, aber ist okay. So, Gold. Wo haben wir es? Da ist es. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich beim letzten Mal gesagt habe, weil das hat ja eigentlich fast immer gepasst mit den NFPs, da halt irgendwie eine Einschätzung für 4 Wochen abgeben zu können. Ich weiß es wirklich nicht. Also auf Anhieb, was ich habe gesagt, irgendwie muss mal runter. Eine Runde hat es dann auch, glaube ich, gemacht, aber ich mag mich jetzt auch wirklich täuschen. So, Gold, da hatten wir letztens die FOMC und ist jetzt, glaube ich, 2 Wochen her.
müsste hinkommen. Auf jeden Fall war das tatsächlich genau hier oben am Peak bei 344. Was ich aber halt nicht rechtzeitig gepostet habe, sondern nur gesagt, ich bin da oben eben gerade short gegangen, weil es halt auf Stunde entsprechend auch, also im Stundenchart getriggert wurde und es halt recht gut auch in das Bild vom Wochenchart auch wiederum reingepasst hat. Und irgendwo muss es ja auch mal anfangen, entsprechend auch zu reagieren. Das hat gepasst. Und das Ziel von der Bewegung hier wäre in dem Fall in etwa die 270. Da sind wir jetzt noch nicht ganz. Gucken, wo sind wir denn hier? Ah, 280. Weil was wir halt hier natürlich haben, ist jetzt erstmal eine Umkehr. Also ich bin hier im Tageschart und das ist halt relativ sauber auch eine Umkehr, die wir halt hier haben. Sieht man ja auch hier von, wenn man das rein mal von dem hier vorgezeichneten Zickzack dann halt mal annimmt. Das heißt, wir haben halt hier einen Bruch einfach von den letzten Support und auch hier von der letzten korrektiven Abwärtsbewegung, die ist klar und deutlich gebrochen. Und das heißt, ich würde jetzt hier erwarten, dass wir halt hier nochmal reinlaufen, beziehungsweise die nochmal von unten testen. Deswegen habe ich das auch hier mal entsprechend in Rot markiert. Das ist hier ein ganz klar Widerstandsbereich. Und der jetzt irgendwo dazwischen, also hier sind wir dann halt, ich mache das hier nur, gebe es nochmal als Order rein, damit ich einfach nur gerade die Kurse besser sehe. Von 302 bis 310 etwa. Darin erwarte ich dann auch eine Reaktion, auch wenn jetzt hier die Tageskerze erstmal böse long aussieht. Das muss so ja nicht bleiben, ja, zwangsweise. Und da erwarte ich eine Reaktion und die halt auch recht schnell wieder dann hier unten hinlaufen sollte, also auf 1292. Und zumindest sollten wir jetzt heute nicht da drin schließen, weil wenn das passiert, dann kann es zäh werden. Und ich bin immer ein Freund eher davon, von Sachen, die möglichst schnell aufgehen und nicht irgendwie zu lange brauchen. Das heißt, hier am liebsten heute einmal reinstechen und dann halt hier wieder schließen, also unter dem Bereich halt hier wieder, von dem man ja auch sieht, das war vorher Widerstand, ist gekauft worden, ist gekauft, durchgekauft worden. Läuft nochmal hier zurück. Wir hatten auch eine Reaktion hier. Ich meine, das sind Tageskerzen. Ist zwar nicht viel, ja, aber kann jetzt natürlich, weil der gerade erst hier war, dazu verleiten, dass wir irgendwo da mittendrin stranden und uns hier erstmal festfahren. So, aber solange wir nicht wieder im Tageschart da oben drüber schließen, über die 310, dann gehe ich mal davon aus, dass wir eine Etage tiefer hier laufen und auch hier den nächsten Support suchen, beziehungsweise ehemaligen Widerstand. Und da wären wir tatsächlich bei 1250 sogar. Und, aber das wird möglicherweise hier nicht so einfach werden. Ich kann noch mal im Wochenchart auch mal noch drauf gucken. Also hier jetzt irgendwie einen Trade platzieren sehe ich jetzt halt leider auch nicht. Also nicht hier in dem, das ist so Nirvana jetzt erstmal. Da gibt es jetzt irgendwie keinen Grund. Und hier halt vom Prinzip das gleiche in Grün. Ne? Das war halt hier einfach die Abwärtstrend, den wir hier hatten. War ja ganz klar und deutlich. Aber hier sind noch die Markierungen von den letzten NFP-Webinaren. Ich habe es nur beim letzten Mal wirklich vergessen, hier einzuzeichnen, was ich da gesagt habe. Das war für ein Review halt immer ganz gut. Aber hier sehen wir halt auch, das war das letzte Hoch, bevor es runterging. So, und wenn wir halt hier einen Abwärtstrend haben, und dann muss es natürlich auch hier oben in dem Bereich irgendwo dann auch mal reagieren. Und das hat, wie gesagt, das hat sich tatsächlich im Stundenchart dann halt getriggert und ging ja dann auch entsprechend hier erstmal rückwärts. Und das heißt, wir sind im Gold ganz klar im Abwärtstrend. Und auch Gold, genau wie der DAX und der Dow, versucht erstmal nur den Abwärtstrend zu negieren und aufzulösen. Aber wir sind im Abwärtstrend. Ja, sieht man ja hier hoch, alle Tiefs hier rausgebrochen und dann halt hier nochmal bis ans letzte hoch und dann mal gespannt, wie die Reise weitergeht. Wobei halt es natürlich hier nicht so ganz einfach ist, weil wenn man diese kleinen Zickzacks hier mal rauslässt und betrachtet sich nur die Bewegung bis zu der, aber auch dann haben wir hier keine neuen Hochs und nochmal ein Ansteuern von den Tiefs. Also bestenfalls seitwärts, aber nicht long, nicht ohne weiteres. Es könnte long werden, dafür müsste es aber dann so laufen, dass wir hier tatsächlich erstmal die Rolle rückwärts machen
und dann nochmal oben angreifen und dann vor allen Dingen hier durchgehen. Dann sind wir im Longtrend. Das heißt, oberhalb von etwa 1375. Ab da kann man wirklich von einem Trend sprechen, aber erstmal ist es nur korrektive Bewegung im Abwärtstrend. Und deswegen darf man sowas auch handeln, vor allen Dingen, wenn man schon entsprechend hier oben angekommen ist an der Stelle und muss da nicht irgendwie das Gefühl haben, man handelt gegen den Trend, genau wie im DAX. Ja, das dauert dann zwar manchmal ein bisschen, bis es mal reagiert oder im DAU mitunter schon mal ein paar Tage, aber wenn es dann reagiert, dann dafür halt auch umso deutlicher. So, was macht der DAX? Okay, der ist im Trail. Ja, das Ding ist also aufgegangen. Hier so eine Reaktion, wie man sieht, passt ja erstmal. Ich wollte bis maximal 430, beziehungsweise es reicht aber auch jetzt hier an der Stelle. Ich habe ja bei 10 Punkten angefangen zu trailen. Aber von daher war das jetzt ja tatsächlich doch mal recht sauber hier vom DAX. Ein paar Punkte ist er hier drunter gegangen. Aber dass halt hier eine Reaktion kommt, ob jetzt mit oder ohne Phishing, das ist halt schlichtweg plausibel, nicht mehr, nicht weniger. Kein Hexenwerk. So, da haben wir die paar Punkte auch noch hier eingefahren. Mal gucken, wie weiter kommt. Da könnte man tatsächlich jetzt hier auch, ja, das war es jetzt an der Stelle. So, da waren wir bei, ja, jetzt halt, ne, irgendwie 10 Punkte. Das ist schon okay. Aber passt doch. So, und da wäre jetzt natürlich halt hier, wie gesagt, im Stundenchart sind wir halt short. Und von daher 430, das wäre dann auf jeden Fall halt hier ein Punkt, wo ich sage, da packe ich einen Short hin. Und hier liegt dann auch lustigerweise gerade der EMA 200 im Minutenchart. Das passt halt dann doch immer recht nett zusammen, so eine Geschichte. Aber das ist dann ein Punkt, wo ich sage, okay, da orientiere ich mich dann auch gerne an dem, was jetzt die Übertreibung angeht. Nur wenn er alleine da liegt, dann halt nicht. Aber das sollte eigentlich passen an der Stelle, dass wir da halt runterkommen. Hier mal nochmal irgendwie die 15, nee, ich bin hier Stundenkerze, genau, das wäre auch in etwa das hier die Eröffnung von der Stunde davor, auch in der Nähe hier vom Point of Control, der natürlich auch gleich runterkommen kann. Und auch hier von den 5 Minuten Kerzen, so hier die letzten Peaks, das passt für meine Begriffe schon. Aber allen voran natürlich der Ansatz, dass wir halt hier einfach den ganzen Morgen Support hatten, der jetzt durchverkauft wurde und ich jetzt hier auch nochmal auf die Paritätsumkehr bauen würde. Okay, ich lasse den jetzt einfach mal drin, den werden wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr gefüllt kriegen. Aber das macht ja nichts. So, also. DAU, ne? Da habe ich ja gerade gesagt, da muss man jetzt einfach gucken, schließt die Stunde da drüber. Wenn die jetzt als Beispiel so schließen würde, dann sollte der nächste Test, also wenn er dann halt irgendwie um 16 Uhr als Beispiel hier steht, weiß ich jetzt noch nicht, sind ja noch 40 Minuten, da kommt jetzt noch die Eröffnung dazwischen. Und wenn der aber halt irgendwo hier, Farbe egal, aber oberhalb von dem Punkt halt schließt, dann könnte man im nächsten Ansatz dann auch die Geschichte hier mit einer Limit Long nochmal handeln. An entsprechend der, was war das nochmal, die 33, ne, 239, genau, hier steht es ja auch, an der 239. Und die sollte dann auch relativ genau halten und gar nicht mehr hier unbedingt das ausreizen. So, wenn aber doch, ne, ich meine, es gibt ja keine Strategie, die 100% funktioniert. Und wenn aber doch, ja mein Gott, dann ist es halt so. Dann guckt man sich das entsprechend hier beim nächsten Punkt an. Und früher oder später wird dann einer kommen, also ein Trade, der es dann halt auch alles rausreißt. Okay, also hier jetzt erstmal abwarten. Die Eröffnung machen wir wie immer nicht. Ich habe ja vorhin darauf hingewiesen, worauf man halt irgendwie gefasst sein darf bei der Eröffnung. Ob das so kommt, wir werden es rausfinden. Long drauf bauen werde ich erstmal nicht, sondern eher gucken, dass ich halt entsprechend da oben meine Punkte erreiche und dann dort eher nochmal Short aufmachen, weil dann bin ich zumindest mal halt hier in der vorherrschenden Richtung drin und nicht in einem Squeeze. Okay, also ich bin von meiner Seite eigentlich soweit durch. Wenn noch Fragen sind, kann ich ja gerne drauf eingehen.
Genau, dann machen wir noch die Fragen. Nina fragt, ob du vielleicht noch ein paar Worte zum Euro hast. Besser nicht. Der Euro, das überlasse ich immer lieber wirklich dem Thorsten. Der kann das echt 100-mal besser als ich mit dem Euro. Ich habe manchmal halt Trades einzelne mit dem Euro, die auch in der Regel gut laufen, aber den Euro in der Richtung hier einzuschätzen, also mir ist es mir wirklich ein Rätsel, was der da treibt. Der ist seit, ich habe das gestern mal noch gezählt auch, seit über einem halben Jahr, seit irgendwie 24, 25 Wochen, bimmelt er hier nur in einer Seitwärtsrange rum. Ne? Also das ist halt, ja, das ist mir suspekt, was der da halt treibt, ehrlich gesagt. Also weiß ich nicht, will ich eigentlich echt nicht großartig drauf eingehen. Zumal ich auch beim letzten Mal im NFP-Webinar gesagt habe, ja, jetzt haben wir erstmal halt hier, kann ich mal gucken, ob ich die noch finde, zum ersten Mal eine vernünftige Kerze. Genau, das war die hier, richtig, die hat es gerade eingezeichnet. Da habe ich gesagt, da gehe ich von aus, dass das Ding auch nach unten dann entsprechend unter die 1,12 läuft. Was hat er gemacht? Es ist nicht mal dahin gelaufen. Dann einmal nochmal komplett durch die Kerze durch, gebimmelt, die letzten hoch und dann wieder rein. Also besser nicht. Hat auch, glaube ich, sogar noch einen Short aufgemacht und der ist auch prompt ins Minus gelaufen, weil ich halt auf diese Kerze was gegeben habe, aber dabei ignoriert habe, dass wir einfach nur seitwärts sind die ganze Zeit. Jetzt hat er zwar hier mal die Tiefs ja rausgenommen. Da habe ich ja irgendwie letztens auch schon drauf spekuliert und hatte halt auch einen Trade und da hat es mich leider voll erwischt. Da war ich nämlich hier unten in dieser Bewegung, da bin ich irgendwo rein, als er hier runtergekommen ist. Also diese kleine Kerze, die jetzt hier so eine wunderschöne Umkehr darstellt, die war nämlich da erstmal schwarz. Ja, wir kommen da unten hin. Ich hatte hier unten diverse Stop-Orders. Und auch nicht gerade wenig. Und er klingelt da einmal halt runter und zieht in einem Rutsch wieder innerhalb von 5 Minuten die ganze Geschichte hoch. Ich habe halt gedacht, kann nicht wahr sein. Und ja, wie man sieht, ne, schiebt dann halt nochmal da hoch, nochmal hier, nochmal auf die 1,14, kommt dann jetzt wieder runter. Dem traue ich momentan gar nicht. Also wie gesagt, da gerne beim Thorsten mal vorbeischauen. Der macht ja auch oft genug Webinare zum Euro. Und das ist ja auch sein Butterbrot, sein tägliches Brot und das kann er wirklich 100-mal besser. Guck da lieber bei dem mal vorbei. Und Thorsten, du darfst übrigens gerne auch die Webinare auf der SteroTrader Facebook-Seite auch natürlich einstellen. Und weil ich glaube, es sind ja hier auch einige dort, die Seite verfolgen und dann können die bei dir auch mal reinschauen. Diejenigen, die dich nicht kennen, wird zwar wahrscheinlich keinen geben, der dich nicht kennt, ist ja kaum denkbar, aber falls dem doch so sein sollte, der gute Mann heißt Thorsten Helbig und der rockt den Euro besser als ich das kann. Okay, Butterbrot mag ich an der Stelle. nächste Frage. Und zwar geht es jetzt ein bisschen mehr um den SteroTrader. Wie kann man mit dem SteroTrader grundsätzlich alle Orders an den Server übertragen? Welche Einstellung ist da notwendig? Ach so, das ist einfach nur hier. Da muss man im Setup bei Trading Limits und Stops bei MIT ausschalten. Dann landen alle auf dem Server. Ja, weil Gut. wenn das eingeschaltet ist, werden die ja nur vom SteroTrader verwaltet. Genau. Dann einen schönen Gruß von André. Ach, danke. Dann Ja, schönen Gruß zurück. nächste Frage. Achtest du auch auf Monats-POCs? Eigentlich nicht. Also, nein, eigentlich nicht. Weil ich auch keine Möglichkeit habe, sie einzublenden hier aktuell. Und deswegen achte ich da auch jetzt nicht wirklich drauf. Das ist mir halt eine Nummer zu groß gedacht. Also Monatskerzen, boah, also von der Genauigkeit, weil ich bin ja auch meistens immer nur irgendwie ein paar Minuten in so einer Geschichte drin. Hoppla, schlimmstenfalls, ich habe mich ja Wasser verschluckt, schlimmstenfalls mal ein paar Stunden. Und deswegen achte ich da eigentlich nicht wirklich drauf. Ich merke mir halt eher die Punkte, wie ich ja gerade auch gezeigt habe, was halt irgendwie länger halt funktioniert oder immer wieder funktioniert hat. Und oft sind es ja dann ohnehin dann halt irgendwelche Monatsprox und so weiter. Oder war jetzt Pivots gemeint? Nee, Point of Control, ne? Genau.
Ja. Und wenn man eh jeden Tag dran ist hier, dann weiß man es ja halt auch. Also es sei denn, man notiert sich irgendwie gar nichts und zeichnet sich gar nichts ein, dann natürlich nicht. Aber im Allgemeinen weiß man es ja dann halt auch, was irgendwie funktioniert hat und was nicht. Und klar, was einmal funktioniert hat, funktioniert auch meistens nochmal. Das ist ja der ganz normale Ansatz ja auch. Okay, dann, also wolltest du noch was sagen, oder? Nö. Okay, dann ist hier noch eine Frage. Okay, das war vorhin zu deinem DAX Long, hattest du aber erklärt. Das hat sich dann somit erledigt. Dann ist hier noch eine Frage, warum gibt es keine Warnung, dass offene Positionen geschlossen werden, wenn man das Trading-Profil ändert? Wenn man, also ich würde sowas eigentlich erstmal auf das Helpdesk-Webinar mal generell legen, weil das jetzt, glaube ich, ein bisschen zu speziell wird. Aber oder da vielleicht einfach gerne bitte nochmal irgendwie schreiben, damit ich weiß, was da jetzt überhaupt gemeint ist, dass ich da mal irgendwie drauf eingehen kann und da halt mal nachgucken kann. Okay, also Helpdesk-Webinar haben wir dann spätestens am 18. Wenn. Ja, Ist ansonsten bitte einfach mal eine Mail schreiben. Also ich will das jetzt nicht abtun, ne? Ich glaube halt nur, es ist jetzt so ein bisschen zu speziell, weil ich das jetzt selber auch noch nie gehört habe und jetzt wahrscheinlich hier 10 Minuten braucht, bis ich das überhaupt verstehe, was da gemeint ist. Also wirklich nicht böse gemeint. Geh da gerne drauf ein, aber dann auch lieber irgendwie richtig im Detail. gut, dann letzte Frage. Hi Dirk, beachtest du auch Naked POCs? Ja, schon. Also Naked POCs. Das heißt, also diejenigen, die es nicht kennen, das heißt, wenn wir irgendwo einen Point of Control haben, gucken, vielleicht finden wir hier irgendwie auf Anhieb ja einen, ach, kurz wieder die Kurse gefehlt, zum Beispiel dann halt, ich muss jetzt erstmal suchen, ob ich jetzt wirklich einen finde hier. Das heißt also Point of Controls, die irgendwie an diversen, am Vortag dann halt liegen gelassen wurden, nicht angelaufen. Haben wir hier irgendwas? Hier skaliert erstmal wie ein Weltmeister. Da ist er irgendwie komplett weggelaufen, der DAX. So, aber jetzt ohne hier lang zu suchen, nur um es zu erklären, wenn wir jetzt halt hier, wir haben die 530 im DAX. Ach, das ist ja lustig, weil da hatte ich im Blog noch geschrieben, dass die maximal sogar erreichbar wären. Ne, dazu müssten wir jetzt hier auch einen Squeeze kriegen. Und wenn die aber heute nicht kommen, und dann ist das halt auch so ein Punkt. Also ohnehin ist das ein Punkt, der bei mir so ein bisschen fehlt im Rücklauf und wäre dann halt Naked POC, das heißt also ist nie angelaufen worden. Sollte man sich schon dann auch mal irgendwie, darf man sich gerne einzeichnen und da mal, wie ich immer sage, ein Post-it einfach mal dran heften, weil das ist schon mal viel gehandelt worden und wird dann auch wahrscheinlich wieder viel gehandelt. Und wenn das dann irgendwie, beziehungsweise da wird dann auch wieder viel Umsatz sein. Und wenn es dann natürlich irgendwie zu einem Widerstand oder Support dann eben passt, kann man das schon kombinieren, um das dann halt auch nochmal fein zu tun, weil das schon gerne gehandelt wird, ja. okay. Okay. Ja, gut. Haben wir alles. Ja, dann machen wir an der Stelle, machen wir mal dicht. So, ich glaube, ich habe jetzt auch so ein bisschen, ne, letzte Woche Montag, ne, Dienstag, als wir hier unser DAX Live Trading hatten, habe ich ja nicht so geglänzt. War vielleicht meiner Erkältung geschuldet, weil ich ja doch ein bisschen im Eimer war. Aber gut, Ausreden zählen nicht. Am Ende muss man es ja dann irgendwie wieder glatt bügeln. Und ich denke mal, das ist ja heute ganz gut gelungen hier jetzt erstmal. Vor allen Dingen halt natürlich mit dem Short im Dow. Den hätte man natürlich auch noch größer lassen können oder beziehungsweise vielleicht hätte ich mich nicht so mit der Pyramide so schnell rausnehmen lassen sollen. Aber ist ja egal. Im Endeffekt ist das Ding aufgegangen hier mit über 130 Punkten, passt soweit und reißt es natürlich dann auch ordentlich raus von dem, was da halt letzte Woche, weil da habe ich ja ein bisschen Minus hier gemacht im Live-Trading, aber das nächste Mal, wenn ich angeschlagen sein sollte, mache ich das vielleicht dann besser auch mal mit dem Demokonto, weil man soll ja auch nicht unbedingt, wenn man irgendwie körperlich nicht fit ist, handeln. Und habe ich dann halt auch mal gegen so eine ganz einfache Regel verstoßen, habe dann auch mal schön einen von Latz gekriegt, wie sich das gehört. Aber okay, heute hat sie auf jeden Fall gepasst. Vor allen Dingen halt, boah, meine, ein Frosch im Hals. Vor allen Dingen natürlich halt eben auch der Ansatz,
dass es halt echt mehr Sinn macht, sich da irgendwie morgens schon einzudecken und dann halt mit den NFPs dann halt aufzulösen, so eine Geschichte. Das macht wesentlich mehr Sinn, als irgendwie zu den NFPs selbst da halt reinzugehen. Okay, so, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was damit anfangen. Ich sage an der Stelle schon mal Tschüss, wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Natürlich auch danke an dich, Nelson, und an FX Flat hier für das Webinar. War ja heute wie alles sehr zahlreich hier besucht. Also passt auf euch auf. Der Nelson hat aber ganz sicherlich und gerne noch das letzte Wort. Und ich freue mich ansonsten bis aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank, Dirk, für das Webinar heute. War wie immer auch unabhängig vom Ergebnis. Ich weiß, es ist natürlich dein eigener Anspruch, trotzdem sehr interessant und sehr informativ. Und bedanke mich natürlich auch bei den Teilnehmern. Wir hören uns, wenn Sie wollen, schon am Dienstag, Dirk. Da haben wir wieder Live-Trading zusammen. Ah, okay. Und ja, das wird so eine Stereo-Trader-Wochen. Rallye hier darauf, dann Helpdesk. Also da kommen noch ganz viele Stereo Trader bei uns und wünsche Ihnen natürlich auch ein schönes Wochenende. Aufzeichnung kommt wie immer, so schnell es geht, online. Genau am Dienstag, 8:45 Uhr starten wir und dann gibt es Live-Trading zur Börseneröffnung mit Dirk. Ja, bis dahin wünsche ich natürlich noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Passen Sie auf Ihre Position auf, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.